Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, wenn man krank und übergewichtig werden will, auch wenn es nur ein Glas Wasser ist. Okay, bevor du jetzt verwirrt bist, nichts davon stimmt. Es ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages, es macht nicht krank und übergewichtig und natürlich auch nicht, wenn es ein Glas Wasser ist. Wir schauen uns das kontroverse Thema Frühstück, das ist jetzt ja schon fast eine Religion geworden, ob und was man frühstückt, heute mal im Detail an, sodass du am Ende für dich eine fundierte Entscheidung treffen kannst, ob das Frühstück dich aufhält, dich weiterbringt oder wie du es vor allen Dingen auch gestalten kannst, damit es auf deine Ziele einzahlt. Und damit herzlich willkommen bei Intelletics, deinem Kompass im Gesundheits- und Ernährungsdschungel mit den besten Tipps und Tricks aus Wissenschaft und Praxis. Mein Name ist Vincent Braukemper und du hast bestimmt schon super häufig gehört, hey, du musst morgens frühstücken, damit der Stoffwechsel in Gang kommt. Oder wenn du morgens frühstückst, dann, naja, setz das sofort an. Lass uns doch mal von solchen Pauschalaussagen Abstand nehmen und schauen, was ist morgens wann Phase. Also, ganz kurz und knapp nochmal der zirkadiane Rhythmus. Über Nacht steigt langsam aber sicher der Stresshormonspiegel, also der Cortisolspiegel, und der wird irgendwann so hoch, dass du aufwachst. Ja, das heißt, du hast einen hohen Cortisolspiegel und das Cortisol sorgt dafür, dass du insulinresistent bist. Deine Muskulatur nimmt keine Nährstoffe auf, wenn du jetzt zum Beispiel was isst, sondern dein Körperfett, insbesondere das Bauchfett, nimmt in diesem Zustand Energie oder Nährstoffe auf. Und naja, das Cortisol gibt dir aber auf der anderen Seite Energie. Das heißt, es sorgt dafür, dass Blutzucker freigesetzt wird, freie Fettsäuren freigesetzt werden. Das hat für unsere Vorfahren den Vorteil gehabt, und ja, das ist für uns noch relevant, dass sie eben jagen konnten, dass sie sammeln konnten, dass sie den Tag starten konnten, ohne dass sie was gegessen hatten, weil es war halt nicht immer was da. Also, Fakt ist, du hast morgens erstmal diesen erhöhten Cortisolspiegel und der macht Insulin resistent. Und in diesem Zustand, jetzt zum Beispiel viele Kohlenhydrate oder viel Fett zu essen, ist nicht so sinnvoll, weil, naja, es eben nur an einer Stelle eingelagert werden kann, nämlich im Körperfett, wie gesagt, vorzugsweise auch dem Bauchfett. Und das wollen wir natürlich nicht. Das muss aber nicht gleich bedeuten, dass es keinen Sinn macht zu frühstücken, sondern das heißt nur lediglich direkt nach dem Aufstehen, solange die Cortisolspiegel hoch sind, sollte man nicht Unmengen an Fett oder Kohlenhydraten essen. Jetzt ist halt die Frage, was erwartet dich im Laufe deines Tages? Hast du so einen Standardtag, wo du mit recht wenig Bewegung, ja, also eben zum Auto gehen und reinsetzen, das zählt nicht als Bewegung, sondern hast du so einen Standardtag, wo du, naja, vielleicht eben zur Arbeit fährst oder zur Uni oder zur Schule oder was auch immer, dann da sitzt und vielleicht von A nach B gehst, aber nicht wirklich dich körperlich betätigst, naja, dann macht es in den wenigsten Fällen Sinn, jetzt irgendwie viel zu frühstücken. Denn die Sache ist ja folgende: Wenn du nicht viel verbrauchst, aber viel, zum Beispiel Kohlenhydrate, morgens aufgenommen hast, dann werden sie natürlich eingelagert. Ja, du hast dann einen temporären Kalorienüberschuss, viel zugeführt, wenig verbraucht, ja, da ist dann die Tendenz zur Einlagerung. Und der viel wichtigere Faktor ist noch, wenn du jetzt den Tag mit einem kohlenhydratreichen Frühstück startest oder auch einem sehr fettreichen Frühstück, ja, der Anstieg freier Fettsäuren ist auch ein Thema. Alle reden immer nur von Kohlenhydraten, Fette ebenfalls wichtig. Freie Fettsäuren machen sogar noch insulinresistenter. Anderes Thema. Also, wenn du den Tag so startest, mit viel Energie, deine Insulinsensitivität schwächst, vielleicht sogar Kohlenhydrate nutzt, die dann deinen Blutzuckerspiegel, naja, in eine Art Achterbahn bringen, na, dann hast du auch natürlich den Hungerkreislauf in Gang gebracht. Ja, das heißt, dann wirst du schneller den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten und den fünften Hunger haben und dann wird es in der Praxis deutlich schwieriger, naja, intuitiv mit den Kalorien in dem Rahmen zu bleiben, wo du nicht zunimmst, beziehungsweise wirklich das intuitive Hungergefühl zum Beispiel zu verspüren, dass es dir leicht macht, eine gute Form zu halten. Ganz egal, ob du Muskeln aufbauen willst oder einfach abnehmen möchtest. Also, bei so einem bewegungsarmen Tag ist ein Start in den Tag mit Kohlenhydraten, zum Beispiel ein Müsli, vom Gebäck brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, ne? Da haben wir ein anderes Video, was das wirklich, das zerstört wirklich deinen Körper, Gebäck mit Kaffee in Kombination, als ein anderes Thema. Also ein Kohlenhydratstart in den Tag brauchst du nicht, wenn du dich nicht körperlich betätigst. Ist ein ganz anderes Thema, wenn du jetzt einen ganzen Tag in Aktion bist. Sei es, du bist Arzt oder Krankenpfleger, läufst den ganzen Tag über die Station, musst vielleicht noch Patienten bewegen, hast viele Aufgaben, du arbeitest auf dem Bau, du arbeitest sonst wo körperlich. Ja, dann kannst du morgens die Kohlenhydrate auch erstmal nicht aufnehmen. Aber wenn du dann Müsli isst und das dann innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Stunden in deinem Körper ankommt, dann hast du halt die Energie und verbrauchst sie direkt. Ja, ist das optimal? Für den einen oder anderen vielleicht schon. Vielleicht wird der ein oder andere auch eine bessere Form haben, wenn er erstmal morgens keine Kohlenhydrate essen würde, sondern nichts oder High Protein, ist aber ein anderes Thema, das ist Feintuning. In der Basis steht und fällt eine sinnvolle Frühstücksstrategie damit, ob du dich in deiner ersten Tageshälfte körperlich betätigst, bewegst. So, wenn du jetzt sagst, hey, ich liebe aber Frühstück,
Ich liebe aber das Frühstück und ich möchte einfach gerne mein Müsli, was auch immer, essen. Also vor allem, wenn es jetzt viele Kohlenhydrate sind. Dann macht es halt Sinn, wenn du vorher die Cortisolspiegel senkst, damit dein Essen nicht im Bauchfett landet und deine Blutzuckerachterbahn, naja, vielleicht auch nicht so in Gang kommt. Ne? Ja, und wie machst du das? Indem du das Cortisol vorher abbaust, einfach bewegen. Zum Beispiel morgens, gerade morgens bei hohem Cortisol, ja, so ein 7-Minuten-Workout, da gibt es eine coole App oder eine Runde um Block, kurze Runde Joggen, 5 Minuten Krafttraining, 20, 30 Kniebeugen, ein paar Liegestütze, irgendwie sowas. Gibt ja auch alle möglichen 5-Minuten-Workouts auf YouTube, brauchst du einfach einmal eingeben, findest du irgendwas Schönes. Da geht es gar nicht darum, dass es einen tollen Trainingseffekt hat, sondern da geht es wirklich um die Bewegung, die so intensiv ist, dass sie Cortisol abbaut. Und zusätzlich in der Muskulatur auch noch Myokine, das sind lokale Botenstoffe, freisetzt, die dafür sorgen, dass das, was du isst, in deiner Muskulatur ankommt, nicht im Bauchfett. Ne? Da hast du einen doppelten Hebel auf die Insulinsensitivität. Einmal, dass du die Insulinresistenz durch Cortisol absenkst und einmal, dass du die Insulinsensitivität durch Bewegung, Anstrengung und Entleerung der Energiespeicher erhöhst. Und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Dann kannst du auch gut, ja, ein üppigeres Frühstück zu dir führen, ohne dass es irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Vorausgesetzt, du isst jetzt nicht nur wieder Kaffee und Gebäck oder einfach nur irgendwie leere Kohlenhydrate, Zucker, Weizen etc. Womit wir jetzt zu dem finalen Punkt kommen, nämlich 2-3 Frühstücksstrategien, die wirklich, wirklich Sinn machen für die allermeisten Fälle. Ja? Wenn es ausdifferenzierter ist oder bei dir ganz anders aussieht, darfst du es gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte dir gerne darauf und gebe dir dazu auch nochmal eine Rückmeldung. Und by the way, falls du noch nicht dabei bist, vergiss jetzt am besten auch schon nicht, den Kanal zu abonnieren. Also, Frühstücksoption 1 für einen Menschen, der einen Büroalltag hat und unbedingt morgens was essen möchte, einfach weil er morgens Hunger hat oder es für ihn dazugehört und er es nicht ändern möchte. Ja, da wäre es wirklich bewegen, erst bewegen, dann essen. Auch dazu übrigens ein tolles Video. Und dann proteinreich frühstücken. Sehr proteinbetont frühstücken. Ja, so ein Frühstück darf man gerne, gut und gerne mal 50 Gramm Protein haben. Und das ist die Grundlage für alles. Ja, das heißt, du suchst dir zum Beispiel einen Joghurt mit, kannst Proteinpulver dazu nehmen. Vollkernige Haferflocken, Obst oder Nüsse dazu, Beeren, all solche Dinge. Das wäre Frühstücksoption 1. Die zweite Option wäre zum Beispiel ein großes Rührei. Zum Beispiel 5 Eier, 2 Scheiben Käse, dazu noch ein bisschen Gemüse. Was passiert, wenn du 5 Eier am Tag isst, erfährst du hier. Ja, also das Eierfrühstück ist eine unglaublich tolle Möglichkeit. Frühstücksoption 3, Hammerding. Und by the way, ich habe die alle im Blogartikel zusammengefasst, sodass du sie super schnell nochmal verfügbar hast und die jetzt nicht merken musst. Also brauchst jetzt nicht mitschreiben oder so. Frühstücksoption 3 wäre zum Beispiel ein Saatenbrot. Ja, nicht irgendwie so ein Weizenbrot, sondern so ein Saatenbrot. Da ist kein Gluten drin. Das heißt zum Beispiel bei Penny oder Rewe oder Edeka, das heißt das Pure. Nimmst du eine so eine Scheibe Brot, haust da zum Beispiel Frischkäse drauf, 100 Gramm Hähnchen, ein bisschen Salat, noch 2 Spiegeleier drüber, dann hast du schon mal sehr schnell 40, 45 Gramm Protein mit einem so einem Brot. Und ja, man kann dann auch mal so ein Proteinmus oder so ein Proteinpudding dazu essen. Ich weiß, wie sehr da die Meinungen auseinandergehen, aber ja, man kann das schon ab und zu mal essen. Es gibt wirklich kritischere Dinge als ein bisschen Casein. Also wir haben jetzt schon 3 Optionen, wie du ein Frühstück mit 40, 50, 60 Gramm Protein zaubern kannst, das lecker ist, das vielseitig ist und was dir wirklich Energie und Nährstoffe gibt und satt macht und sowohl auf Muskelaufbau, Abnehmen als auch Energie und Gesundheit über den Tag und langfristig einzahlt. Das ist so lecker und so einfach. Und die vierte Option ist jetzt natürlich morgens nichts zu essen und zu fasten. Und das werde ich jetzt hier nicht nochmal aufrollen. Wir haben Intervallfasten in X-Videos besprochen. Ich markiere dir hier nochmal eins. Ich hoffe, ich finde eins. Und ja, Intervallfasten ist nicht jedermanns Sache. Ja, es stimmt, dass manche Frauen, wirklich manche Frauen, nicht alle, man darf das einfach ausprobieren. Es ist ja kein irreversibler Schaden. Dass manche Frauen temporäre Einschränkungen bei der Fruchtbarkeit haben, wenn sie lange Intervallfasten und das zu oft noch mit einem Kaloriendefizit kombinieren und ihnen das einfach nicht bekommt. Viele Frauen tolerieren das auch super gut. Darf man ausprobieren. Intervallfasten heißt in diesem Fall einfach, du überspringst das Frühstück. Und natürlich gehen dann deine Stresshormone hoch. Das macht nur Sinn im Kontext, wenn du dich vor der ersten Mahlzeit dann bewegst. Natürlich kann es auch sein, dass dein Heißhunger kickt. Also Intervallfasten macht insbesondere Sinn, wenn du den Fettstoffwechsel optimieren willst. Dafür funktioniert es super gut. Es funktioniert, das habe ich jetzt auch sehr oft auf dem Channel erklärt, ich mag niemanden mit Nerven, in Kombination mit exogenen Ketonkörpern. Ja, das ist ein Punkt, wo man die super einsetzen kann. Wenn ich ein Video dazu habe, markiere ich dir ansonsten unter dem Video auch nochmal was dazu. Ja, also gerade Fettstoffwechseloptimierung in der Kombination genial und weniger Hunger und stabiler Blutzucker. Und ja, ansonsten
ist das halt wirklich, das sind 4 Frühstücksoptionen. Die Intervallfastenoption ist meiner Meinung nach gerade für die Leute, die im Büro arbeiten, die einen klaren Kopf haben wollen, die geistig fit sein wollen und die es hinbekommen, sich vor der ersten Mahlzeit kurz zu bewegen, um das Cortisol abzubauen, die es wirklich dann umgesetzt kriegen in der Praxis. Für die ist es meiner Meinung nach und meiner Erfahrung mit über 1000 Leuten die beste Option. Ich werde nie die Geschichte vergessen vom Jan hieß er, der hat nur das integriert, der hat sonst echt wenig umgesetzt, muss man auch sagen, der hatte Glück, also er hatte eine gute Veranlagung, aber der hat innerhalb der ersten 3 Monate 8 Kilo verloren, einfach nur indem er dieses Intervallfasten integriert hat. Ja, und nicht, der hat vorher zum Frühstück immer, das Spiegelei war okay, ein Rührei, aber das hat er mit irgendwie super viel Ketchup und noch einer Cola getrunken. Ach, wie gesagt, ey, ist einfach nur das Rührei oder gar nichts? Ja, und dann hat er gesagt, ja, alles oder nichts. Er hat das Rührei hat auch einen Blick gelassen, es wäre voll okay gewesen, aber er hat es weggelassen. Und hat halt so einen krassen Erfolg gehabt. Und er meinte vorher noch zu mir, ey, wenn ich das mache, dann kippe ich ja um auf der Arbeit, ja. Dann habe ich ja keine Energie, ich brauche das. Ich so, ja, okay, pass auf. Vertrau mir bitte einfach. Vertraust du mir, mach das mal eine Woche und wenn du dann umkippst, dann mach es wieder wie vorher. Er ist natürlich nicht umgekippt. Er meinte sogar, die Leute fragen mich, was mit mir los ist. Ich habe noch viel mehr Energie als vorher und das ist schon unheimlich. Ja klar, weil du an deine eigene Energie plötzlich drankommst, statt durch das Insulin den Fettstoffwechsel zu unterbrechen und dich von deiner eigenen inneren Energiequelle abzuschneiden, die du auch verbrennen willst. Du willst es ja nicht am Bauch kleben haben. Ja, also es ist oft so ein Glaube, dass das nicht geht, aber es geht. Es geht und es geht noch besser in Kombination mit den Ketonkörpern, hat ja nichts mit einer Keto-Diät oder so zu tun, kannst Kohlenhydrate am Nachmittag essen, so viel du willst. Und eine Ausnahme kann noch sein, wenn du ganz extremen Kraftsport machst, was ich übrigens viele Phasen meines Lebens mache, dass es dann sein kann, wenn du schon am Abend hart trainiert hast, am Abend nicht viel gegessen hast, dass du dann vielleicht auch schon früher wieder mal eine größere Mahlzeit brauchst am nächsten Tag. Aber ansonsten, wenn du jetzt kein Hardcore-Kraftsportler bist oder eben nicht super metabolisch flexibel als Kraftsportler bist, dann brauchst du in der Regel wirklich kein umfangreiches Frühstück, um gut durch den Tag zu kommen. Also, Frühstücksregeln sind, wenn du unbedingt frühstücken willst, dann bitte sehr proteinreich. Dafür hast du 3 sehr geile, leckere Optionen bekommen. Und ansonsten fährst du in der Regel, ja, auch gut, wenn du das Frühstück einfach mal überspringst, sofern du die Stresshormone vorm Essen oder ums Essen herum kannst, auch nach dem Essen dich bewegen, durch Bewegung abbaust. Also, Frühstücken ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und ach ja, die 500 Milliliter Wasser zum Start in den Tag sind ein Game Changer. Die regulieren schon extrem viel von selbst, weil man auch den Hunger ganz anders wahrnimmt. Manchmal ist Hunger nämlich einfach nur Durst und das reicht, wenn man die 500 Milliliter Wasser trinkt und schon sieht die Welt ganz anders aus. Ja, also, Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages, hat aber einen extremen Impact darauf, wie der Rest von deinem Tag läuft. Du brauchst nicht frühstücken, du kannst frühstücken und wenn du es machst, dann mach es sinnvoll und da gibt es geile Möglichkeiten. Wenn du noch ein super cooles Frühstück kennst, dann schreib es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, wenn offene Fragen sind, ebenfalls und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, alles Gute dir, dein Vincent.